Hallo und herzlich willkommen, liebe Eishockey-Fans, hier bei Timeout, dem Teufelskanal des EC Bad Nauheims mit dem 5. DL2 Playdown-Spiel am Sonntag, den 22. März 2015. Die Roten Teufel, sie frohen Mutes hier in der Vorbereitung auf diese Partie, obwohl sie ja am Freitag zuvor 4:7 in Kaufbeuren verloren hatten. 2:2 der Spielstand in dieser Best-of-7-Serie und die Fans hatten eine tolle Choreografie. Hessens wahre Liebe, der EC Bad Nauheim, so war das Motto an diesem Abend. Rund 2500 Fans waren gekommen, um dieses Spiel zu sehen, denn der Gewinner, das war klar, würde sich einen Matchbook erspielen für das 6. Spiel am Mittwoch in Kaufbeuren. Der EC Bad Nauheim komplett angetreten, bis auf Drew Paris, der mit einem Kieferbruch nach wie vor außer Gefecht gesetzt. Und los geht's also direkt ab in dieses Spiel. Und in dem war klar, dass die Kaufbeurer, wie ja zuletzt immer am Anfang, hart kommen würden, dass sie checken würden. Und der EC, er war diesmal bereit. Am Freitag, der Stand ist nach 71 Sekunden bereits 2:0 für die Bayern. Das sollte an diesem Abend natürlich nicht passieren. Und sie hielten sehr gut dagegen, waren gleich voll im Spielgeschehen drin. Hielt er mit dem Körper dagegen und hatten auch hinten an Jan Gucha, der ebenso wie der Rest des Teams von der ersten Sekunde an hellwach war und vorbereitet war auf diesen Gegner an diesem Abend. Diese wollten natürlich vorlegen, wollten endlich mal ein Auswärtsspiel gewinnen. Das müssen sie auch. Der Heimvorteil liegt bei den Roten Teufeln und die wollten diesen ihrerseits nutzen. Kamen jetzt so nach 3-4 Spielminuten besser in die Partie. Hier die dritte Formation mit Patrick Strauch und Tim May. Und er prüft einmal Stefan Weiß. Und nochmal eben Nachschuss. Gute Gelegenheit dieser Formation, die ja körperbetont auch zur Sache gehen kann. Und dann eine Szene in der 6. Minute. Die ehemaligen Mannschaftskameradin Daniel Polzer bei Kaufbeuren wird da gelegt von Daniel Ketter. Unstrittig die Strafzeit. Also Überzahl für die Gäste. Das Hartgummi läuft da ganz ansehnlich, aber der EC kommt hier nach diesem Schuss, der am Tor vorbeiging, in den Scheibenbesitz. Und dann geht es ganz schnell über Vitali Arp. 2:1 plötzlich, nicht gut verteidigt von Kaufbeuren. Der Querpass auf Harry Lange kommt nicht an, aber trotzdem das Tor. Wie ist das passiert? Vitali Arp, der Torschütze, Shorthander, 1:0, 6. Spielminute. Hier will er den Querpass machen und von Rob Quiet wird das Hartgummi abgefälscht vom Schlittschuh, geht über die Linie. Nicht zu machen für Stefan Weiß, 1:0 Führung. Vitali Arp, offiziell der Torschütze. Also in Unterzahl in Front gegangen. Und man wollte nachsetzen. War jetzt gut im Spiel. Das Tor gab Sicherheit. Die zweite Formation, die kanadische Reihe mit Matt Baker, der wie er zuletzt hier ganz stark kämpfte und gut spielte. Zuletzt ja auch 2 Tore im letzten Heimspiel machte. Und Kaufbeuren, das sah lange Zeit so aus, was da von ihnen zu Werke kam. Mal Messing mit diesem Schuss und Jan Gurucha aber ohne Probleme. Und da geht es immer wieder spielerisch auch von hinten raus nach vorne von den Roten Teufeln. Max Kempel und beide Goalies somit ohne Probleme. Stefan Weiß nach diesem Schuss und somit 1:0, also nach 20 Spielminuten. Und im zweiten Abschnitt, da machten es jetzt die Gastgeber noch besser, denn sie zogen mehr in Richtung Tor. Sie wollten mehr Torschüsse fabrizieren. Auch im letzten Heimspiel deutlich mehr Torschüsse im Mittelabschnitt gehabt. Gehörte eigentlich in der ganzen Serie das zweite Drittel immer den Roten Teufeln. Das sollte auch an diesem Abend so sein. Sie machten ordentlich Druck, versuchten natürlich das zweite Tor zu machen. Und Kaufbeuren konnte sich immer wieder nur auf Kosten von Icings befreien. Die Roten Teufel ganz klar Ton angeebnet und die größte Möglichkeit auf das zweite Tor nach diesem Schuss von Helms, Rebound und Matt Baker setzt das Hartgummi an den Pfosten. Riesengelegenheit in der 26. Spielminute. Kaufbeuren eigentlich nur mit Fehlern, wenn die Gastgeber mal einen fabrizierten. Aber das war kein Problem hier. Lunden mit diesem Heber. Das war es eigentlich auch schon, was man von Kaufbeuren im zweiten Abschnitt gesehen hatte. Da war nicht allzu viel. Somit also auch nach 40 Minuten weiterhin 1:0. Also ob das Ergebnis ist, war es mehr als spannend. Und im letzten Abschnitt hatte der EC die Gelegenheit in Überzahl gleich zweimal das zweite Tor zu markieren. Aber da wurde auch teilweise zu kompliziert gespielt. Hatte man ja in den letzten Partien auch schon gesehen, das Powerplay, das läuft nicht so richtig rund. Hier die zweite Gelegenheit, nachdem Fröhlich draußen saß. Wir sind schon über die 50. Minute raus. Langsam lief den Kaufbeuren auch die Zeit davon. Sie bekamen aber jetzt langsam ihre Gelegenheit. Muss natürlich auch jetzt mehr tun nach vorne. Und nach diesem Schuss von Schmiedle mit der Rückhand ist Gurica zur Stelle. Er rückt jetzt immer mehr in den Fokus, in den Mittelpunkt. Denn es war ja klar, die Allgäuer, sie mussten einfach mehr nach vorne machen.
Na, diese Szene, auch noch eine Strafzeit gegen Bayer, unstrittig. Gegen Bergmann, der monierte jetzt beim Referee, dass sein Helm, sein Visier dabei kaputt gegangen sei. Also hier in der Zeitlupe, das kann hierbei nicht gewesen sein, vielleicht eine andere Szene vorher. Er modierte dies aber und die Referees und hier im Mannsystem wird er gepfiffen. Die beiden Hauptspieler, sie berieten sich mit den Linesmen. Habt ihr da was gesehen? Sie hatten aber nichts gesehen. Aber die zwei Minuten, die waren natürlich unstrittig. Also Powerplay für die Gäste. Die Gelegenheit jetzt für sie auszugleichen. Und jetzt, wie gesagt, Jan Koscher rückte immer mehr in den Mittelpunkt. Aber es wurde hier sehr gut gefaltet vom EC. Stand defensiv sehr gut. Es wurde sich in die Schüssel geworfen. Man überstand die Strafe, aber kassierte gleich die nächste. Marco Schütz nach diesem Stoppcheck, 58. Minute. Und so kurz vor dem Ende natürlich die Riesengelegenheit, eine Auszeit zu nehmen von Johan Nokelainen, den Gästetrainer. Und natürlich dann auch seinen Torhüter herauszunehmen. Nochmal die letzten Ansagen an beide Teams. Der eine natürlich eher offensiv, der andere eher defensiv. Kaufbeuren mit der Gelegenheit, also mit 6 Mann. Hier das Tor ist leer. Sie drückt ihn jetzt mit aller Macht und Jan Gorica, immer wieder ist er zur Stelle. Mit Schoner, mit der Fanghand, hinten mit Bergmann, der auch mal beim EC unter Vertrag stand. Der hat einen riesen Schuss, das wissen wir. Wird immer wieder gesucht. Nochmal helle Aufregung, jetzt ein richtiger Krimi hier. Spannung bis unter das Hallendach. Nochmal Bergmann und die Fanghand von Jan Gorica. Pflückt die Scheibe herunter. Wird er von seinem Kapitän mit einem Sonderlob bedacht und auch von den Fans entsprechend gefeiert. Und dann nochmal letzte Szene, wieder Bergmann an den Pfosten. Da hört man das metallische Plingen und dann ist es geschafft. Die 60-Minuten-Marke übersprungen. Die Sirene, die Schlusssirene, es ist geschafft. 1:0. Das knappste aller Ergebnisse. Und alle gehen zu Jan Gorica, bedanken sich bei ihm. Sein Shutout hier in diesem wichtigen Spiel. 3:2 Führung in der Serie und hier nochmal zu sehen in der Zeitlupe. Da geht das Hartgummi an den Pfosten. Natürlich ein bisschen Glück gehört auch immer dazu. Und auf der anderen Seite dann eben das Pech des Verlierers an diesem Abend. Patrick Strauch verschenkte diesen Puck an einen kleinen EC-Fan. Wir sind gespannt. Am Mittwoch geht es nach Kaufbeuren, Spiel 6. Wenn der EC dort gewinnt, dann ist die Saison vorbei und die Klasse gehalten. Wenn nicht, dann sehen wir uns am kommenden Freitag, den 27. März, wieder um 19.30 Uhr zu Spiel 7. Dann den ultimativen Showdown. Dann wird es auf jeden Fall den Sieger dieser Serie geben, der wird dann ermittelt. Wir hoffen natürlich, dass es am Mittwoch schon glatt geht. Wünschen allen Auswärtsfahrern viel Spaß und dem Team drücken wir alle Daumen. Wir sind am Radio auf jeden Fall mit dabei, wenn wir nicht selber hinfahren können. Also, bis dahin, bleibt uns treu, habt eine gute Zeit, macht's gut und tschüss.